Anita Lasker-Wallfisch hat den Verdienstorden des Landes NRW bekommen. Sie haben ja vielleicht die 92-Jährige zuletzt im Bundestag gesehen und gehört. Am Holocaust-Gedenktag hatte sie eine wirklich bewegende Rede gehalten. Gegen das Vergessen des NS-Regimes in Deutschland mit festem Blick Richtung AfD. Und auch die Verleihung heute war geprägt von ihrem Charme, ihrer klaren Haltung und ihrem Engagement. Musik hat ihr das Leben gerettet. Jetzt überrascht die Landesregierung sie mit Bach. Anita Lasker-Wallfisch, nur weil sie Cello im Mädchenorchester des Lagers spielte, entging sie in Auschwitz der Gaskammer. Es ist symbolisch für mich irgendwie. Ich kriege all den Orden in Deutschland. Ich meine, vor 60, 70 Jahren wollte man mich ermorden und jetzt kriege ich einen Orden. Eigentlich hatte sich Anita Lasker-Wallfisch nach ihrer Befreiung geschworen, Deutschland nie mehr zu betreten. Doch Ministerpräsident Laschet ehrt sie mit dem Verdienstorden des Landes, weil sie sich schon vor Jahrzehnten anders entschied. Wir danken Ihnen, dass Sie das dann doch getan haben, dass Sie doch nach Deutschland zurückgekommen sind, dass Sie eidbrüchig geworden sind und dass Sie seitdem unermüdlich und eindringlich ihre Lebensgeschichte wiedergeben. Von ihrem Wohnsitz London aus unternimmt sie immer wieder Vortrags- und Lesereisen gegen das Vergessen. Viele davon in NRW. Dabei kämpft sie gegen Hass, den Laschet jetzt wieder kommen sieht. Hass ist ganz einfach ein Gift und letzten Endes vergiftet man sich selbst. Das ist das, was unsere Gesellschaft in diesen Tagen ganz lebendig wieder erlebt, wie Hass gesprüht wird, der am Ende unsere ganze Gesellschaft vernichten kann. Genau da will Anita Lasker-Wallfisch mit ihrer Geschichte weiter dagegenhalten. Vielen Dank. Ich hoffe, dass ich noch lange weitermachen kann.